möchte Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge der Matinee der Beobachtergruppe des Deutschen Museums begrüßen. Wie Sie sehen, sind wir nicht im Ehrensaal des Deutschen Museums wie üblich, sondern wir haben uns heute einen besonderen Raum ausgesucht. Und zwar ist es der Seminarraum auf der Oststernwarte. Diesen Raum haben wir immer genutzt, wenn wir hier Vorträge für interessiertes Publikum gehalten haben. Wobei wir dann immer anschließend Beobachtungen mit einem historischen Gerät hier erlauben. Und zwar haben wir hier, das ist hier abgebildet, da kann man fantastisch schöne Bilder sehen. Heute möchten wir uns mit einem interessanten Thema beschäftigen. Wie kam die Astrophysik zur Urknalltheorie? Das ist natürlich ein sehr, sehr interessantes und wahrscheinlich auch ein sehr brisantes Thema, wenn man sich damit beschäftigt. Und ich bin froh, dass hier der Klaus Rohe, der sich hier diesbezüglich sehr, sehr interessiert, er ist auch Mitglied der Beobachtergruppe, hier uns in dieses Thema einführt. Klaus, das ist jetzt dein Thema. Also auch von mir nochmal herzlich willkommen. Es geht also darum, wie sich die Urknalltheorie historisch entwickelt hat und heute zur der Standardtheorie geworden ist, die in der Astrophysik vertreten wird, wie das Weltall entstanden ist. Kurz zur Wiederholung, hier ein Bild, das ist vom Europäischen Kernforschungszentrum in Genf angefertigt worden. Da wird die heutige Urknalltheorie bildlich dargestellt. Also man stellt sich vor, dass das vor circa 13,8 Milliarden Jahren aus einer sogenannten Planck-Blase entstanden ist. Das ist so die kleinste Raumeinheit, die man sich heute mit der heutigen Physik vorstellen kann. Dann hat sich das Ganze ausgedehnt und nach circa 300.000 Jahren haben sich dann die Photonen von den anderen Teilchen entkoppelt, sind die ersten Atome entstanden. Und dann die größeren Strukturen und ungefähr vor einer Milliarde Jahren sind dann auch die ersten Sterne und Galaxien entstanden, was auch am Anfang dann entstanden ist. Das nennt man dann primordiale Nukleosynthese, sind die Wasserstoffatome und auch die Heliumatome. Und das ist heute so die gängige Theorie, wie das Universum, wie wir es heute kennen und wie wir es auch mit unseren astronomischen Instrumenten untersuchen können, wie wir vorstellen können, wie es entstanden ist. Aber es gab auch schon früher Spekulationen, wie das Weltall entstanden sein könnte. Eine sehr interessante Spekulation kommt von dem Engländer Robert Grosseste. Der hat von 1170 bis 1253 gelebt. Das ist eigentlich ein Mensch gewesen, von dem man solche Theorien erstmal nicht erwartet hatte. Er war Theologe und Bischof und hat sich mit Philosophie, Mathematik beschäftigt, auch mit Astronomie, Optik und so weiter. Und er hat dann ein Werk geschrieben auf Lateinisch De Luce, das heißt über das Licht. Und in diesem Werk beschäftigt er sich auch damit, wie nach seinen Vorstellungen das Universum entstanden sein könnte. Er bricht dann mit den damaligen Traditionen, dass das Universum immer da gewesen ist, sondern er stellt sich vor, dass das in einem riesigen Lichtblitz entstanden ist und gibt dazu auch eine Beschreibung an, wie das genau vor sich gegangen ist. Und interessant ist, dass auch einige englische Physiker haben sich diese Beschreibung mal hergenommen und haben die dann in ein mathematisches Modell übersetzt und haben das programmiert auf einem Rechner. Und dabei ist interessant, wenn man da die richtigen Parameter wählt, dass sein sphärisches Universum, was aus vielen verschiedenen Sphären besteht, dann auch wirklich vom Rechner generiert wird. Das ist sozusagen eine der ganz alten Theorien, wie das Universum mit einem Art Urknall entstanden sein könnte. Ein weiterer Mensch, der sich damit beschäftigt hat, den man nicht unbedingt in der Astrophysik verorten würde, ist der amerikanische Schriftsteller Edgar Allan Poe, der von 1809 bis 1849 gelebt hat, also nur 40 Jahre alt geworden. Und er hat ein Jahr vor seinem Tod, also 1848,
ein Buch geschrieben oder ein Essay, das nennt sich Eureka, a Prose Poem. Und das hat er auch Alexander von Humboldt gewidmet. Man weiß, dass der Edgar Allan Poe sich sehr für Astronomie, Mathematik interessiert hat und sich auch mit diesen Themen beschäftigt hat. Und in diesem Buch oder Essay Eureka beschäftigt er sich auch mit der Entstehung des Weltalls. Und auch da kommt er dazu, dass die Gravitation, also die Anziehungskraft der Materie, eine entscheidende Rolle gespielt hat und dass das Ganze dann auch aus einer Art Urzustand entstanden ist, der sich dann ausgedehnt hat und dann wirkt aber auch die Gravitation wieder und das Ganze zieht sich wieder zusammen. Also der Edgar Allan Poe hat da auch so eine Art zyklisches Universum, was immer wieder neu entsteht aus einem kleinen Urzustand. Wer ihn das genauer interessiert, es gibt eine Abhandlung von einem italienischen Physiker, der das da mal in dem Artikel genauer auseinanderlegt, was Edgar Allan Poe eigentlich in seinem Buch da genau beschrieben hat. Also das sind so Vorgängerspekulationen über die Entstehung des Universums, aber nicht von professionellen Astronomen, sondern einmal von einem Philosophen und einmal von einem Schriftsteller. Gerade Edgar Allan Poe wird man das normalerweise nicht vermuten, weil der ist ja mehr für seine Kriminalromane und Horrorgeschichten bekannt. Ja, und jetzt gehen wir mal über zur Astronomie, also zur messenden und beobachtenden Astronomie. Und da geht es um die Entdeckung der Rotverschiebung. Man müsste eigentlich genauer sagen, die Entdeckung der Rotverschiebung der Galaxien, aber den Begriff Galaxie in dem Sinne gab es damals noch nicht. Also man hat 1912 hat ein Amerikaner namens Melvin Slipher hat am Lowell Observatorium Flagstaff mit dem Teleskop und dem Spektrographen dort Nebel untersucht und hat festgestellt, dass diese Nebel, also er hat 25 Nebel vermessen und 21 von diesen Nebeln haben eine sogenannte Rotverschiebung aufgewiesen, wo sich also die Spektrallinien gegenüber dem Laborwert ins Rote verschoben haben. Das hat er 1917 veröffentlicht und man muss sich jetzt diese Zeit vorstellen. Zu der Zeit war auch nicht unbedingt klar, dass unser Universum aus vielen Galaxien oder Galaxienhaufen besteht, sondern man war durchaus noch der Überzeugung, dass das Universum unsere Milchstraße ist, also unsere Heimatgalaxie. Und der Vesto Slipher hat dann die Theorie aufgestellt, das war dann sogenannte Island Universe Theorie, dass es wahrscheinlich ist, dass unsere Galaxie oder unsere Milchstraße nur eine von vielen ist. Das war damals also noch nicht komplett klar, dass unsere Milchstraße eine von vielen Millionen Galaxien im Universum ist. Und er hat dann eben diese Sachen auch veröffentlicht. Und diese Rotverschiebung und es ist dann auch von anderen Astronomen aufgenommen worden, unter anderem von Edwin Hubble. Der ist vielleicht deshalb bekannt, weil ein berühmtes Weltraumteleskop nach ihm benannt wurde. Hubble hat von 1889 bis 1953 gelebt und er hat dann am 1923 am Mount Wilson, an dem Observatorium, auch Nebel und Nebel beobachtet und deren Rotverschiebung gemessen. Und Hubble hat dann auch als erster mit festgestellt, dass zum Beispiel die Andromeda-Galaxie so eine große Entfernung hat, dass man die nicht zur unserer Heimatgalaxie, also zur Milchstraße, rechnen kann. Damit war dann eigentlich auch durch Entfernungsmessung, also experimentell und durch Beobachtungen belegt, dass es mehr als nur eine Galaxie gibt, sondern dass viele von diesen Nebeln, wie man sie damals genannt hat, wirklich auch entfernte Milchstraßen oder Galaxien sind. Hubble hat dann diese ganzen Rotverschiebungen, auch die von Slipher, veröffentlicht und in einem Artikel, der heißt Extragalactic Nebulae. Und
Interessant ist auch, dass er in dem letzten Kapitel von dieser Veröffentlichung hat er sich auch damit beschäftigt. Damals gab es schon die, da kommen wir gleich später auch nochmal genauer zu, die allgemeine Relativitätstheorie von Albert Einstein. Und er hat in dem letzten Kapitel von dieser Veröffentlichung diese Rotverschiebung mit Zahlenwerten aus der Einsteinschen Relativitätstheorie in Zusammenhang gebracht. Und 1929 hat er dann eine Veröffentlichung geschrieben, in der das sogenannte Hubble-Gesetz dann vorkommt, wo praktisch angegeben wird, dass die Rotverschiebung der Galaxien praktisch proportional zur Entfernung dieser Galaxien ist. Das ist damals heißt es Hubble-Gesetz, das ist dann später umbenannt worden, da werden wir auch noch zukommen. Das sind jetzt also sozusagen die frühen astronomischen Beobachtungen, die eine Grundlage für die Ausdehnungstheorie des Universums gelegt haben. Jetzt widmen wir uns wieder ein bisschen mehr der Theorie. Da kommen wir dann natürlich an Albert Einstein und seiner allgemeinen Relativitätstheorie nicht vorbei, die auch kurz immer als ART bezeichnet wird. Einstein ist in Deutschland geboren, hat dann die schweizerische Staatsbürgerschaft angenommen und später die amerikanische Staatsbürgerschaft. Also er hat von 1879 bis 1955 gelebt und 1921 hat er den Nobelpreis für Physik bekommen. Um da gleich Klarheit zu machen, Einstein hat nicht den Nobelpreis für die Relativitätstheorie gekriegt, sondern für was ganz anderes, nämlich für die Theorie des lichtelektrischen Effektes, wo er auch Beiträge zugeleistet hat. Also 1905 war die Veröffentlichung über die spezielle Relativitätstheorie, kurz meist auch in den Büchern als SRT bezeichnet. Und die ist dann auch in einem Artikel veröffentlicht worden, der auf den ersten Blick nichts mit dem, dessen Titel auf den ersten Blick nichts mit der speziellen Relativitätstheorie zu tun hat, sondern der heißt einfach zur Elektrodynamik bewegter Körper. Darin wird also das, was heute unter spezieller Relativitätstheorie verstanden wird, wird darin dargelegt. 1915 hat er dann eine allgemeine Theorie der Gravitation veröffentlicht, die sogenannte allgemeine Relativitätstheorie, die auch eine Verallgemeinerung der speziellen Relativitätstheorie darstellt. Also die Grundlage ist noch die spezielle Relativitätstheorie, aber in der Allgemeinen geht es da auch darum, praktisch den Einfluss der Schwerkraft zu erklären. Jetzt ist das allerdings so, dass diese Theorie mathematisch recht komplex ist und das ist im Grunde ein System von Gleichungen, für das ich eine Lösung finden muss. Unter bestimmten Vorbedingungen und Parametern kann ich dann auch Lösungen finden. Einstein selber hat dann auch seine allgemeine Relativitätstheorie auf die Kosmologie angewandt und hat dann eine Lösung veröffentlicht, in der es ein räumlich begrenztes Universum gibt, das aber zeitlich statisch ist. Einstein hat damals geglaubt, das wäre die einzige Lösung, die es gibt für seine Gleichungen, aber schon kurze Zeit später hat ein holländischer Astronom und Mathematiker, der Willem de Sitter, hat dann andere Lösungen zu dieser allgemeinen Relativitätstheorie gefunden. De Sitter war also niederländischer Abstammung. Er hat von 1872 bis 1934 gelebt und er war auch sehr eng mit Einstein befreundet, so dass er praktisch mitgekriegt hat, wie Einstein auch seine allgemeine Relativitätstheorie entwickelt hat. Und er war dann mit einer der ersten, der die Gleichungen dieser allgemeinen Relativitätstheorie auf astronomische Probleme angewandt hat. Er hat dann 1916 bis 1917 in einer Zeitschrift der Royal Astronomical Society, also in England und auch in Englisch veröffentlicht, das sind drei Artikel, die heißen einfach On Einstein's Theory of Gravitation and its Astronomical Consequences, First, Second and Third Paper. Das sind die Titel. Und in diesen Veröffentlichungen gibt er eine andere Lösung für die Einsteinschen Gleichungen an. Da findet er eine Gleichung für ein leeres Universum, was sich aber ausdehnt.
Und auch in einem seiner Veröffentlichungen schreibt er dann dazu, dass eventuell diese Ausdehnung mit den von Hubble und Slipher gemessenen Rotverschiebungen der Galaxien zusammengebracht werden könnte. Jetzt, waren aber reine Theoretiker. Der nächste, der sich mit Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie mathematisch auseinandergesetzt hat, war der russische Physiker und Mathematiker Alexander Friedmann. Er war auch noch nebenbei Meteorologe. Und der hat eine Lösung zu Einsteins Theorie gefunden, in der der Raum gekrümmt ist und in der das Universum sich ausdehnt, und teilweise auch eine zyklische Lösung gefunden, in der es sich ausdehnt und wieder zusammenzieht. Die hat er in der deutschen Zeitschrift veröffentlicht, in der Zeitschrift für Physik. Leider sind diese Veröffentlichungen nicht sehr beachtet worden. Einstein hat da 1922 einen Kommentar zu diesen Lösungen seiner Gleichung geschrieben, in dem er Friedmann einen Fehler nachweist, wobei sich später dann aber herausgestellt hat, dass Einstein selber sich verrechnet hat. Und diese Friedmannschen Lösungen der Einsteinschen Relativitätstheorie sind dann eigentlich auch wieder in Vergessenheit geraten. Und man geht auch heute davon aus, dass Friedmann eigentlich an astronomischem Zusammenhang mit diesen Sachen überhaupt nicht interessiert war, sondern dass ihn die reine Mathematik da interessiert hat. Das heißt, Friedmann ist da mehr oder weniger wieder in der, die Lösung von Friedmann und Arbeiten sind da mehr oder weniger wieder in der Versenkung verschwunden. Wir sind jetzt schon bei 1922 und jetzt kommt auch eine ganz interessante Person ins Spiel. Das ist der belgische Priester und Physiker Georges Lemaître. Der hat also von 1894 bis 1966 gelebt. Er hat am Zweiten Weltkrieg teilgenommen und ist dann sowohl zum Priester ausgebildet worden danach und hat aber auch an der Universität Leuven in Belgien Astrophysik und Mathematik studiert. Vor allen Dingen Mathematik, hat dann 1920 promoviert mit einer Arbeit über Mathematik. Und er ist dann von 1900 bis 1924 hat er dann in Cambridge in England Astronomie studiert und hat dort sehr eng mit dem englischen Astronomen Arthur Eddington zusammengearbeitet. Interessant daran ist, dass Arthur Eddington damals einer der führenden Experten auf dem Gebiet der Einsteinschen allgemeinen Relativitätstheorie war im englischsprachigen Raum. Der hatte auch einige Bücher damals in Englisch drüber geschrieben und hat praktisch die Einsteinsche Theorie im englischsprachigen Raum bekannt gemacht. Und der Georges Lemaître hat also mit Eddington zusammengearbeitet und ist dadurch Experte für die Einsteinsche allgemeine Relativitätstheorie geworden. Und er ist dann später auch seit 1925 Professor an der Universität Leuven gewesen und ist dann weiter nochmal in die USA gegangen, an das MIT, Massachusetts Institute of Technology, und hat dort nochmal promoviert, 1927 mit einer Arbeit auch über die allgemeine Relativitätstheorie. Und damit war Lemaître auch damals einer der wenigen Astronomen und Physiker, die wirklich große Expertise auf dem Gebiet der allgemeinen Relativitätstheorie hatte. Er hat dann 1927 eine Arbeit veröffentlicht in Französisch. Ich bin des Französischen nicht gut mächtig, deshalb erspare ich Ihnen, dass ich den französischen Titel vorlese. Das war leider in einer Arbeit, die wurde nur in einem belgischen Journal veröffentlicht, die hat also keiner gelesen. Und da Eddington gut kannte, hat er Eddington diese Arbeit geschickt und der hat sich dann 1931 an diese Arbeit erinnert und hat sie ins Englische übersetzen lassen. Und damit heißt die Expansion of the Universe, a homogeneous universe of constant mass and increasing radius, accounting for the radial velocity of extragalactic nebulae. Und in der Arbeit nimmt er zum ersten Mal auch dann Bezug auf die Messungen von Slipher und Hubble.
dass eventuell die Rotverschiebung darauf zurückzuführen ist, der Galaxien oder Nebel, dass sich eben das Universum ausdehnt. Interessant ist vielleicht auch, jetzt hat man ja gesehen, der Alexander Friedmann hatte auch schon Lösungen gefunden für die allgemeine Relativitätstheorie, wo es auch darum geht, dass sich das Universum ausdehnt. Es ist aber klar, dass Lemaître diese Arbeiten nicht kannte, als er seine Arbeit da veröffentlicht hat. So, jetzt sind wir schon bei ungefähr im Jahre 1930, also Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre angelangt. Und es ist jetzt noch, müssen wir einen kleinen Sprung nach vorne machen, also in unsere heutige Zeit. Bis 2018 hieß das Hubble-Gesetz noch Hubble-Gesetz, und dann hat die Internationale Astronomische Union sich dazu entschlossen, weil Lemaître auch einen großen Anteil daran hatte, das Gesetz offiziell in Hubble-Lemaître-Gesetz umzubenennen. Hier auf dem Bild sehen wir Lemaître am California Institute of Technology, und da ist er von einmal eingerahmt zum Linken von dem Physiker Robert Millikan, und rechts ist Albert Einstein zu sehen. So, jetzt das nächste, wo es darum geht, Urknalltheorie, Entstehung des Universums, da kommen wir zu dem russisch-amerikanischen Physiker George Gamow und seinen beiden Doktoranden Ralf Alpha und Robert Hermann, die aus Deutschland geflohen waren, weil sie jüdischer Abstammung waren. Und da geht es dann auch um die Vorhersage der kosmischen Hintergrundstrahlung und auch um ein Universum, was aus einer Art Urknall entsteht. Gamow war also von 1904 bis 1968 hat er gelebt. Er ist in der Sowjetunion groß geworden, hat auch Vorlesungen bei Alexander Friedmann gehört und ist dann aber, weil er zunehmend der Verfolgung durch die stalinistische Geheimpolizei ausgesetzt war, ist er dann in die USA migriert. Und eigentlich war Gamow von der Ausbildung mehr her ein Kernphysiker. Er hat auch in Göttingen unter anderem Studienaufenthalte gemacht, hat dort die Theorie des radioaktiven Alpha-Zerfalls erklärt in einer Veröffentlichung und hat sich dann später eben mit seinen beiden Doktoranden der Entstehung des Universums gewidmet. Und 1948 hat er eine Veröffentlichung in der Zeitschrift Nature gemacht, die heißt The Evolution of the Universe. Also da geht es auch um die Entwicklung des Universums, indem er auch darlegt, wie da die ersten Elemente entstanden sind und Ähnliches. Und dann hat es einen Nachtrag gegeben zu dieser Arbeit in Nature. Das waren seine beiden Doktoranden, nämlich der Ralf Alpha und Robert Hermann, die haben eine Korrektur das gleiche Jahr noch an Nature geschickt, weil die eine Vorhersage macht, wie diese Temperatur des Universums, was erst sehr, sehr heiß entstanden ist, dann hat es ein Gas gegeben, was ungefähr 600 Grad Kelvin hatte zu einer bestimmten Zeit, und dann haben sie ausgerechnet, dass auf unsere Zeit extrapoliert, und da kommen Sie schon zu dem interessanten Wert von 5 Grad Kelvin. Es müsste also heute eine Strahlung zu finden sein im Universum, die ja von einem Körper, der 5 Grad Kelvin ist, emittiert wurde. Das ist also mit einer der ersten Vorhersagen, dass es sowas wie eine kosmische Hintergrundstrahlung geben könnte. Das waren also angestoßen von George Gamow und dann seine beiden Doktoranden Ralf Alpha und Robert Hermann, die diese Vorhersagen da gemacht haben. Ja, dann, das haben wir, jetzt haben wir hauptsächlich Theorien gehört, wo es darum geht, dass das Universum sich aus einem Urzustand entwickelt hat und dann ausgedehnt hat. Es gab aber auch noch andere Theorien, und die sind in England entwickelt worden, und da war führend der britische Astronom Fred Hoyle dran
beteiligt und die laufen unter dem allgemeinen Begriff Steady-State-Theorie, also da geht es um ein statisches Universum. Fred Hoyle war also englischer Astrophysiker, hat von 1915 bis 2001 gelebt und er war ab 1958 Professor für Astronomie in Cambridge. Und Fred Hoyle ist auch dafür bekannt, dass er sehr wichtige Beiträge zur sogenannten Nukleosynthese von Elementen in Sternen gebracht hat. Da gibt es auch ein berühmtes Papier oder eine Veröffentlichung, die er mit Kollegen gemacht hat. Und für dieses Papier ist dann auch, oder für diese Theorie ist dann auch 1983 der Nobelpreis verliehen worden. Den hat aber sein Mitveröffentlicher, der Fowler, bekommen. Und man hat sich gewundert, warum da ja Fred Hoyle nicht berücksichtigt wurde, weil er eigentlich die Hauptarbeiten gemacht hat. Es ist nicht klar, warum das wirklich so war, aber Fred Hoyle war auch nicht eine ganz einfache Persönlichkeit, der auch in der Öffentlichkeit kontroverse Diskussionen nicht gescheut hat. Und es gibt Vermutungen, dass das mit ein Grund gewesen sein könnte, dass er dann 1983 den Nobelpreis nicht bekommen hatte. Aber wir wollen uns ja heute mit Theorien zur Entstehung des Universums befassen. Und das war eben diese Steady-State-Theorie des Universums. Und die hat er zusammen mit Mitarbeitern Hermann Bondy und Thomas Gold gemacht. Der Hermann Bondy und Thomas Gold waren in den 30er Jahren aus Wien geflohen, weil sie auch jüdischer Abstammung waren und dann praktisch Deutschland und Österreich verlassen mussten. Und Hoyle hat da eine Theorie entwickelt, dass das Universum statisch war und sich auch nicht ausdehnt. Und er hat dann später noch dieser Theorie was zugefügt, dass im Universum ständig dann auch Materie entsteht, um das Universum dann praktisch stabil und statisch zu halten. Ja, und die Theorie von Lemaître, den kannte er persönlich ganz gut. Die haben wohl auch ein sehr gutes persönliches Verhältnis gehabt. Aber mit diesen Expansionstheorien konnte Hoyle sich überhaupt nicht anfreunden. Und es gab dann 1949 in der BBC eine populärwissenschaftliche Sendung, die Hoyle moderiert hat und in der er auch seine Theorie der Entstehung des Universums vorgestellt hat. Und in dieser Sendung ist der Begriff Big Bang, also ein großer Knall, zum ersten Mal aufgetreten. Da hat er also die Theorie von Lemaître und auch von Gamow, die von einer Explosion ausgehen, explosiven Entstehung des Universums ausgehen, hat er damit etwas lächerlich machen wollen, indem er dieses Ganze als Big Bang bezeichnet hat. Und schriftlich ist das erste Mal auch 1949 in dem Hörermagazin The Listener ist auch der Begriff Big Bang zum ersten Mal aufgetaucht. Jetzt sind wir also schon da, wo wir das Wort Big Bang herhaben. Also eigentlich stammt das Wort Big Bang von dem größten Kritiker dieser Theorie und nach der wird es auch heute weiter benannt. Ja, und so der letzte Schritt zur Anerkennung dieser Big Bang Theorie oder Urknalltheorie war dann die Entdeckung der kosmischen Hintergrundstrahlung 1964, mehr oder weniger durch Zufall, durch die beiden amerikanischen Physiker Arno Penzias und Robert Wilson. Der Arno Penzias stammte auch aus Deutschland, der musste Deutschland auch verlassen, weil er jüdischer Abstammung war. Und Penzias und Wilson waren an den Bell Laboratories eingestellt und hatten die Aufgabe mit der Hornantenne, die man hier auf diesem Bild da sieht, das ist die Hornantenne, die stammte ursprünglich von einem Projekt, wo Funkübertragungen über Satelliten getestet wurden und mit der wollten die beiden eigentlich Strahlung, die aus dem Zentrum der Milchstraße kommt, untersuchen. Dabei stellte sich aber heraus, dass sie immer eine störende Hintergrundstrahlung mit gemessen haben. Und die konnten sie nicht erklären. Sie haben dann auch die Hornantenne nochmal untersucht
Und es gibt die Geschichte, sie hätten da drin ein nistendes Taubenpaar gefunden, hätten das daraus entfernt und den Dreck, den die Trauben hinterlassen hätten, weil man vermutet hat, dass dadurch die Störstrahlung entsteht. Das hat sich aber als falsch herausgewiesen. Sie haben diese Störstrahlung immer wieder messen können. Und jetzt ist interessant, dass der Ort, wo dieses Radioteleskop da steht, nicht weit von der Princeton-Universität in den USA weg ist. Und dort war eine Gruppe um Dicke und Peebles dabei, auch sich Gedanken über die Entstehung des Universums zu machen. Und die hatten eine Theorie entwickelt, dass da auch eine Strahlung übrig geblieben sein müsste, die einen Körper abstrahlen würde, der auch so um die 3 Grad Kelvin hatte. Da haben dann Penzias und Wilson ihre Arbeit hingeschickt und dann haben diese Gruppe um Dicke und Peebles Haarschlaf geschlossen. Das ist die Strahlung, die wir eigentlich suchen. Die waren eigentlich auch schon, hatten auch schon vorbereitet, Messungen zu machen, aber durch Zufall waren ihnen jetzt Penzias und Wilson zuvorgekommen. Und beiden Gruppen, also Penzias und Wilson und die Gruppe um den Dickens, haben die Daten veröffentlicht in 2 verschiedenen Artikeln im Astrophysical Journal. Und in die Veröffentlichung von Dicke und Peebles bezieht sich auch schon, das sieht man hier in dem Ausschnitt aus dem Artikel, den ich da rauskopiert habe, dass Dicke und Peebles sich da auf die Messungen von Penzias und Wilson beziehen, die eine Strahlung eines Schwarzkörpers von 3,5 Grad Celsius, die einem Schwarzkörperstrahlung von 3,5 Grad Celsius entspricht. Also das ist sozusagen jetzt die endgültige oder eine sehr starke Bestätigung dieser Urknalltheorie. Und damit sind wir dann eigentlich auch sozusagen am Ende. Und für Penzias und Wilson ist das 1978, hat es da den Nobelpreis für Physik für gegeben, für die Entdeckung der Hintergrundstrahlung. Und der Peebles hat 2009 den Nobelpreis für Physik bekommen, für seine gesamten Beiträge zur Kosmologie. Und da gibt es auch noch ein interessantes Zitat von Stephen Hawking, also von dem berühmten englischen Kosmologen, der behauptet hat, die Entdeckung der kosmischen Hintergrundstrahlung, also CMB, Cosmic Background, Cosmic Microwave Background, das wäre der letzte Sargnagel in den Sarg der Steady-State-Theorie gewesen. Das hat also Stephen Hawking behauptet. Dadurch hat sich aber Fred Hoyle nicht beeindrucken lassen. Der hat also auch im Jahr 2000 noch ein Buch veröffentlicht, Modern Cosmology, wo er vehement diese Steady-State-Theorie vertritt. So, jetzt sind wir also am Ende praktisch angelangt, wo aus den Anfängen und Messungen und Theorien dann unser heutiges Bild des Urknalls entstanden ist. Ich möchte das nochmal zusammenfassen. Wir hatten also im Mittelalter Spekulationen von Philosophen über eine explosionsartige Entstehung des Universums aus einem Lichtblitz. Der Edgar Allan Poe hat da auch noch Beiträge zugeliefert, also der Romanautor. Und dann so in den Jahren 1917 bis 1923 hat man dann auch Beobachtungen gemacht, astronomische Beobachtungen, also Slipher und Hubble, die haben dann praktisch mit Spektroskopis die Rotverschiebung der Galaxien nachgewiesen, also dass sich die Galaxien von uns wegbewegen. Dann gab es die Theoretiker, allen voran Albert Einstein, der 1915 die allgemeine Relativitätstheorie veröffentlicht hat, einen ersten Ansatz gemacht hat, wie man auf diese Relativitätstheorie auf die Kosmologie anwenden könnte. Sein Freund Wilhelm de Sitter hat eine andere Lösung der allgemeinen Relativitätstheorie gebracht, die also ein ausdehnendes Universum zeigt. Und dann gab es dann noch den Russen Alexander Friedmann, der auch wieder Lösungen
unter anderem periodische Lösungen der allgemeinen Relativitätstheorie gefunden habe, der aber mehr oder weniger an der reinen Mathematik interessiert war und nicht daran, diese Lösung mit irgendwelchen astronomischen Beobachtungen in Verbindung zu bringen. Dann waren ab 1927 hat sich dann der französische Astrophysiker Lemaître mit dem Ganzen beschäftigt. Er war durch seine Ausbildung, wie wir gesehen haben, Experte für die allgemeine Relativitätstheorie und hat dann auch entsprechende Veröffentlichungen gemacht, wo er die Entstehung eines Universums aus einem Uratom, wie er es genannt hat, beschrieben hat. Weiter kam dann noch der russisch-amerikanische Physiker Gamow, George Gamow ins Spiel, der mit seinen Mitarbeitern auch eine Urknalltheorie entwickelt hatte, die auch dann weiter beschrieben hat, wie die Elemente entstanden sein sollten. Und in dessen Theorie kam dann auch, oder in der Korrektur, die seine Doktoranden dann gemacht haben, kam dann auch schon vor, dass es eine Reliktstrahlung von geben müsste, die wahrscheinlich von einem Körper von 5 Grad Kelvin ausgestrahlt werden würde. Fred Hoyle, der englische Astronom und Physiker, Astrophysiker, hat dann eine konkurrierende Theorie vorgelegt in den Ende der 40er Jahre, Anfang der 50er Jahre, die sogenannte Steady-State-Theorie, und er hat dann auch dieses griffige Wort Big Bang generiert in einem populärwissenschaftlichen Vortrag in der BBC 1949. Ja, und endgültig kann man sagen, ist dann diese Urknalltheorie durch die zufällige Entdeckung der kosmischen Hintergrundstrahlung, Cosmic Microwave Background, bestätigt worden durch die beiden amerikanischen Physiker Penzias und Wilson. Und diese Entdeckung war zufällig, die Amerikaner sagen da auch sehr schön zu, by accident. Und das ist also jetzt grob, wie wir heute zu unserer Urknalltheorie gekommen sind. Was man auch noch machen kann, das ist hier, dass man kann mal untersuchen in diesem sogenannten Astrophysics Data System. Das ist frei zugänglich im Internet. Da kann man nach Zeitschriftenartikeln suchen. Zum Beispiel, wenn ich da suche, was George Lemaître 1922 veröffentlicht hat, kann ich diese Suche da genau spezifizieren und dann kriege ich eventuell die Artikel, die der damals veröffentlicht hat. Man kann aber auch solche Spielchen machen und nachfragen, in welchen Artikeln, die im Zeitraum von 1950, das sieht man hier, ich habe das hier mal angegeben, das ist das, also der Jahresbereich, ich will wissen, 1950 bis 2021, die Artikel, die in diesem Astrophysical Data System gespeichert sind, und ich will wissen, wo kommt da im Titel der Begriff Big Bang vor? Und dann findet man ganz interessant, also da sieht man, die ersten Veröffentlichungen waren 1966, wo der Titel Big Bang das Wort Big Bang im Titel zurückkommt, und dann geht das hoch, geht dann auch wieder etwas runter, die Anzahl der Veröffentlichungen, und dann kann man auch mit diesem System noch rausfinden, ja, wer war denn der erste Artikel, der den Begriff Big Bang im Titel verwandt hat, und dann findet man Helium Production in an Anisotropic Big Bang Cosmology, und interessanterweise ist der erste Autor Stephen Hawking, der hat als erstes also den Begriff Big Bang in einem Artikel verwandt, den er veröffentlicht hat. So, das war es jetzt von meiner Seite. Ich möchte jetzt einfach nochmal vorstellen, was es sonst noch gibt an Informationen. Natürlich findet man sehr viel im Internet, also unter anderem gibt es einen schönen Artikel, leider nur in Englisch, in der Wikipedia über die History of the Big Bang Theorie, auch über George Lemaître ist eine ganze Menge im Internet zu finden, und dann gibt es auch einen schönen Artikel in der
Frankfurter Allgemeinen Zeitung von Rauchhaupt, der beschäftigt sich auch mit diesem Thema, vor allem mit dem Georges Lemaître als Vater des Urknalls. Und es gibt auch eine ganze Reihe an Büchern, wie Sie hier sehen. Viele sind rein in Englisch geschrieben, aber es gibt auch einige in Deutsch. Das war es jetzt von meiner Seite zum Thema, wie ist die Urknalltheorie entstanden, und ich möchte mich hiermit für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Vielen Dank.